Also ich finde handgeschriebene Briefe nach wie vor am persönlichsten, aber immer weniger Deutsche greifen mittlerweile zu Briefpapier und Stift. Zum Jahreswechsel wird deshalb das Porto schon wieder erhöht, und zwar um 2 Cent pro Standardbrief. Für Großkunden geht das natürlich richtig ins Geld und für private Postkunden ist es vor allem eins: umständlich. Neue Ergänzungsmarken müssen nämlich wieder her. Was Verbraucher dazu unbedingt wissen sollten, das erfahren Sie jetzt. Mittlerweile ist es hier nicht mehr ganz einfach. Bei all den Porto-Erhöhungen hat so manch einer den Überblick verloren. Wie viel Porto muss nochmal auf einen Brief? Es war mal, ich glaube, 55? 57 Cent? 58 Cent? 45. 50 Cent, ich weiß es nicht, ne? Ist abhängig von der Größe, ne? 57? 60 Cent soll aber auf 62 Cent erhöht werden. Richtig, ab nächstem Jahr erhöht die Post die Preise für den Standardbrief. Mal wieder. Es ist die dritte Erhöhung in 3 Jahren. Erst auf 58 Cent, dann auf 60 und ab Januar eben 62 Cent. Nur die Begründung für die Erhöhungen, die bleibt immer gleich. Wir haben weiter sinkende Briefsendungsmengen, wir haben steigende Material-, Sach- und vor allen Dingen auch Personalkosten. Und um die Qualität zu halten, bleibt es dann nicht aus, dass wir auch die Preise anpassen müssen. Für die Kunden ist das nervig. Alle alten Marken bleiben zwar unbegrenzt gültig, aber man muss jetzt wieder zukleben. Und man muss sich mal wieder eine neue Zahl merken. Ich sag mal, das ist schon nervend, vor allem halt diese kleinen Centbeträge. Wenn man wenigstens um alle 5 Cent aufrunden oder würde, das wäre ausreichend. Aber nicht mal 2 Cent, mal 3 Cent hoch. Weil es eigentlich mir eigentlich so umständlich ist, dann immer an die Automaten noch zu gehen und das dann noch zu ziehen. Und dann klebe ich meistens mehr Porto drauf und dann passt das. Wir haben uns ja schon daran gewöhnt. Wir mussten ja damals auch von 58 auf 60 erhöhen. Und da haben wir das ja auch schon gemacht. Und in diesem Falle genauso. So ist es. Das Gepuzzel vom Briefkasten geht wieder los. Denn nur mit 2 Cent Briefmarken zusammen dürfen die alten Marken ab Januar noch verschickt werden. 2 Cent Marken wird es in ausreichender Anzahl auch in den Filialen geben. Sie können sie aber auch im Internet kaufen oder auch an den Automaten, die wir auch überall in Deutschland stehen haben. Das heißt, die Möglichkeit, sich mit Ergänzungsmarken zu versorgen, ist auf jeden Fall gegeben. Eine Übergangsfrist wird es übrigens nicht geben. Ab Januar macht die Post ernst und stellt keine Briefe mehr zu, die nur mit 60 Cent frankiert sind.